Heile Dubai-Welt bei Kubi und seine Verflossenen. Er spuckte im Sommerhaus der Stars Neen Ex-Bachelor an, seine Ex hatte Todesangst vor ihm, jetzt jedoch ist Kubi Leiders Demir, 41, scheinbar lammfromm unterwegs und kommt kurz vorm Weihnachtsfest familiären Verpflichtungen nach bei einem Ausflug mit Georgina Fleur, 31, und der gemeinsamen Tochter. Sehen wir hier etwa das Weihnachtswinterwunder von Dubai? Friedlich fest in Dubai, die Glamour-Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten, erstrahlt weihnachtlich hell. Überall funkelt und blinkt es. Kinder bewerfen sich ausgelassen mit Kunst, Schnee, ein Weihnachtsmann schippert auf einem Boot vorbei. Und mittendrin, das einstige Chaos-Pärchen samt Nachwuchs in einer gemeinsam geteilten Story machen der Unternehmer und der Trash-Star beim Dubai-Ausflug auf glückliche Familie. Ausgelassen winken sie dem im Boot vorbeifahrenden Weihnachtsmann, auf den Georgina ihre Tochter mit aufgeregt heller Stimme hinweist. Georgina und Kubi ungewohnt innig, unterdessen wird Kubi zum Hobby-Interviewer und quetscht einen kleinen Jungen mit XXL-Bratwurst in der Hand zu dessen vermeintlichem Riesenhunger aus. Danach wird sich beim Ex-Paar noch zünftig geneckt, während Georgina ihren Kopf verspielt gegen seine Schulter schlägt, fragt ihr Verflossener scherzend, ist das alles? Und dann legt der Mützenträger zur im Hintergrund ertönenden Weihnachtsmusik sogar noch ein witziges Tänzchen hin. Fröhliche Weihnachten allen! Wünscht Weihnachtsöl für Georgina. Ist es wahr? Sorgt der Geist der Weihnacht für Idylle nach der Megaschlammschlacht? Das sah Mitte des Jahres noch ganz anders aus, noch im Mai war die Stimmung zwischen dem einstigen Pärchen allerdings eher so eisig wie ein Winter in Skandinavien. Todesangst hatte der Reality-Star damals vor seinem Ex-Partner. Denn Kubi soll sie damals laut seiner Ex terrorisiert haben. Plötzlich habe er betrunken bei ihr in Dubai vor der Tür gestanden und Randale gemacht. Aufgewühlt teilte Georgina damals den Followern mit, ich habe Todesangst. Das nächste Mal werde ich nicht überleben. Auch ein Blutvideo tauchte auf, das die Wohnung in chaotischem Zustand inklusive Blutflecken zeigte. Sie warf ihm psychische und körperliche Gewalt vor, rief die Polizei und Kubilei warf ihr vor, ihn so heftig attackiert zu haben, dass er im Krankenhaus landete. Danke, Georgina, hast du sehr gut gemacht. Geh du am Strand spazieren, während ich im Sterben liege, polterte er damals via Social Media.